Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie du ja weißt, habe ich mir eine tolle neue Hose genäht und ich brauchte ein schlichtes Shirt, was ich dazu kombinieren kann. Ich wollte es aber gerne mit ein bisschen Pep haben und deswegen habe ich an der Schulter eine Knopfleiste eingenäht. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe so ein ganz, ganz tolles Sammelsurium von meiner Oma und ja, also mega viele Knöpfe über Jahrzehnte, glaube ich, gesammelt. Und da dachte ich, da muss doch irgendwas Tolles zu finden sein und ich bin auch fündig geworden. Also ich kann dir nur den Tipp geben, immer abschneiden, aufheben, irgendwo für wirst du es nochmal brauchen, wenn es gut aussieht. So, zum Shirtschnitt sage ich jetzt mal nicht so viel. Also ich habe meinen Jumper genommen. Den mag ich sehr. Das ist so ein ganz schlichter, geradliniger Schnitt. Aber der wird noch überarbeitet und in den Größen erweitert. Ne? Ist ja immer so ein Thema. Deswegen lassen wir den hier mal außen vor. Also irgendein schlichtes, einen schlichten Schnitt, der geradlinig ist. Die Streifenliebe von mir geht zum Beispiel auch. Ne? Genau, das Vorder- und das Rückteil habe ich erstmal ganz normal zugeschnitten. Und das hier ist jetzt das Rückteil vom Shirt, also vom Jumper in dem Fall jetzt. Und ich werde ihn jetzt oben an der Rückseite verlängern. Ich habe mir jetzt hier so ein, das ist glaube ich so 6 cm breit gewesen, das Stück, ja, ein Stück Stoff abgeschnitten. Und das werde ich jetzt oben so als Bündchen in Anführungsstrichen da annähen. Ne? Das Rückteil ist mit Nahtzugabe zugeschnitten und jetzt kommt dort dieses gefaltete Stückchen Stoff rauf und wird eben angenäht. Ganz simpel. Ich habe die Kante hier auch gleich nochmal abgesteppt und die Nahtzugabe befestigt. Im Normalfall würde ich jetzt natürlich nicht das Ganze mit weißem Garn nähen. Ich habe das jetzt nur wegen der besseren Sichtbarkeit gemacht bei dem ganzen Schwarz. Und nun nimmst du dir dein Vorderteil und legst das unten drunter. Und da, wo jetzt die Naht ist, also wo du das zusätzliche Bündchen in Anführungsstrichen oder Knopfleiste angenäht hast, da ist ja auch die Schulternaht. Wir haben es ja um das Stück verlängert. Und genau, das Ganze wird jetzt festgesteckt. Ich habe mir hier ehrlicherweise mit dem Material, so toll wie das aussieht, auch nicht wirklich einen Gefallen getan. Das ist total weich und dehnt sich auch total. Siehst du gleich beim Zusammennähen. Ne? Und du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das zusammennähen an dieser Naht. Du kannst aber jetzt auch einfach gleich die Knöpfe rauf nähen und das Ganze damit fixieren. Und wichtig ist eben, dass als ich dieses Bündchen angenäht habe, hat sich das Rückteil ein Stückchen gedehnt. Das wirst du auch gleich sehen. Ich muss halt jetzt das Vorderteil in dem Bereich auch ein bisschen dehnen, aber der Stoff ist so labberig, den hätte ich auch nur mal kleiner zuschneiden können. Wusste ich jetzt nicht. Ne? Ich habe mich jetzt für einen Zwischenschritt entschieden und zwar, hier siehst du es nochmal, ich habe beides aufeinander gelegt und dann eben an 3 Punkten mit einem Zickzackstich fixiert und zwar an den 3 Punkten, wo ich dann später auch die Knöpfe annähe. Ne? Und ich muss jetzt hier das Vorderteil unten wirklich so ein bisschen dehnen, dass das passt. Hat sich aber nachher wieder super hingezogen. Genau. So, und jetzt einfach festnähen. Wenn denn jetzt alle Fäden ab sind, dann wird auch jetzt gleich der Ausschnitt versäubert. Und ich habe das, damit es schön glatt und gleichmäßig ist und eben auch der Hingucker die Knopfleiste ist, mit einem Beleg gemacht. Weil dieser Stoff wirklich so sehr dehnbar ist in der Einrichtung, habe ich den Beleg hier auch 90 Grad verdreht zugeschnitten. Das siehst du, wenn du das Muster anguckst.
In der Hoffnung, dass das ein bisschen mehr Stabilität in den Ausschnitt bringt, denn ansonsten hätte das, glaube ich, ganz schön geleiert. Genau, und jetzt geht es eigentlich weiter, wie man es kennt beim Beleg annähen. Du musst nur auf eine Sache achten, und das ist, dass wenn der Beleg angenäht wird, du eben auch alle drei Lagen Stoff gut übereinander hast. Ne? Also quasi erst das Vorderteil, dann ja das Bündchen vom Rückteil und eben den Beleg. An der Stelle sollte eben alles gut aufeinander liegen, und ja, dann lässt sich das ganz einfach zusammennähen. So, jetzt klappst du einfach den Beleg auf die Innenseite und kannst ihn knapp kantig absteppen. Und wenn du natürlich möchtest, auch in der Naht von den Schultern nochmal fixieren. Oder eben nachher auch, wenn ich habe jetzt die Knöpfe angenäht, dann habe ich den Beleg halt nochmal mit fixiert. Und ich muss auch sagen, ich muss ja den Beleg hier nicht versäubern, ne, weil das ist ein Strick Jersey, also der franzt nicht aus. Das hat auch richtig gut geklappt mit dem 90 Grad Drehen beim Zuschneiden für den Beleg. Also der sieht richtig toll aus. Den habe ich jetzt einfach mit einem Zickzackstich abgesteppt, und ja, gut ist. Ja, also ich finde es total schön geworden, und du kannst das natürlich gerne die Knöpfe auch auf beiden Seiten anbringen, aber das sieht auch ohne Knopf richtig toll aus und gibt einfach nochmal so einen kleinen Hingucker. Ja. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, der Tipp gefällt dir, und ja, du kannst natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Lass mir einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat, und ja, schreib mir auch gerne noch in die Kommentare, was es so für weitere Wünsche gibt von dir. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!